In der Nacht lockern die Wolken etwas auf, dann bildet sich stellenweise in den Senken Nebel. Örtlich ist es dann auch klar. Die Temperaturen, die sinken auf 11 Grad im Großraum München und bis zu 8 Grad im Oberpfälzerwald und im Allgäu. In Franken erwartet uns morgen ein zunächst recht freundlicher Tag. Sonne und lockere Wolken wechseln sich ab. Im Tagesverlauf bilden sich dann dicke Quellwolken und dann entstehen einige Schauer und Gewitter, vor allem Richtung Oberfranken. Die Temperaturen liegen am Main bei 24 Grad, im Hoferland bei 21 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südwestlichen Richtungen. Bei Schauern und Gewittern kann er aber böig auffrischen. In der Oberpfalz und in Niederbayern sieht es morgen ebenfalls recht schön aus. Die Sonne scheint, ein paar Quellwolken bilden sich dann im Laufe des Tages. Und nachmittags werden die Quellwolken größer. Da sind vor allem Richtung Oberpfälzerwald und Bayerischer Wald einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen 22 bis 24 Grad. Der Wind weht meist nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Während der Schauer und Gewitter kann er aber schon recht böig auffrischen. In Oberbayern und Schwaben ist es morgen zunächst recht schön sonnig. Über den Alpen entstehen dann Quellwolken und dann bilden sich nachmittags aus den Alpen heraus einzelne Schauer und Gewitter. Die Temperaturen sind fast sommerlich bei 24 Grad im Großraum München und an der Donau. Zunächst ist der Wind fast nicht spürbar, weht aus unterschiedlichen Richtungen. Später an den Alpen kann es einige kräftige Schauerböen geben. Das Wetter bleibt in den nächsten Tagen insgesamt recht sommerlich und freundlich. Sonne und Quellwolken wechseln sich ab, einzelne Schauer und Gewitter an den Nachmittagen. Nur am Mittwoch, da ist das Schauer- und Gewitterrisiko etwas höher. Da wird es wohl verbreitet nass werden. Hier Temperaturen um 23 Grad, sonst bis 26 Grad. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.